Willkommen bei Schlesien-Journal. Seit 18 Jahren wird am 21. Februar der Internationale Tag der Muttersprache begangen. Auch in diesem Jahr war es so. Einige Tage vorher waren die Sprachen der Minderheiten in Polen Thema einer Konferenz im polnischen Senat. Dabei ging es um die Vielfalt der Sprachen als gemeinsames Gut. Über die Minderheitensprachen könne man in fast jeder Stadt Polens sprechen, sagte Senator Kazimierz Kleiner, der Organisator der Konferenz, in seiner Ansprache. Denn in fast allen Teilen des Landes leben Minderheiten, fügte er hinzu. Doch nicht ohne Grund wurde gerade der Senat für dieses Treffen von Minderheiten, Politikern und Wissenschaftlern gewählt. Ale spotykamy się tutaj, bo tu chcemy także pokazać członkom parlamentu, sejmu i senatu, władzom, że kwestia języków mniejszościowych jest sprawą naprawdę ważną i trzeba jej poświęcić sporo czasu, bo widzimy, szczególnie to dotyczy małych języków, może język niemiecki nie jest językiem zagrożonym, na pewno nie jest językiem zagrożonym, ale wiele języków w Europie, tych małych, regionalnych, no jest ciągle zagrożonymi i trzeba podjąć inicjatywę, żeby te języki zachować dla przyszłych pokoleń. Und einen speziellen Schutz eben für die Sprachen bietet die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Doch diese wird oft in der Diskussion um Minderheitenrechte in Polen vergessen, meint der Sprachwissenschaftler Professor Tomasz Wicherkiewicz von der Universität in Posen. Dabei ist diese Charta einzigartig. Das ist das einzige Dokument, das prawnie opisuje sytuację czegoś tak w sumie nieopisywalnego jak język, bo jak traktować język bez jego społeczności, może przede wszystkim właśnie jako taka podstawowa cecha tej społeczności. Za językiem kryją się dopiero ich użytkownicy, za językami czy sytuacje, w jakich są używane. Und die Situation, in denen die Sprachen benutzt werden oder eben nicht benutzt werden dürfen, sind bei jeder Volksgruppe verschieden. Zwar einigten sich die Konferenzteilnehmer, dass die deutsche Sprache in Polen zu den weniger Gefährdeten gehört, trotzdem sind ihre Sprecher, also die Mitglieder der deutschen Minderheit, keineswegs selbstbewusst in ihrer Nutzung. Dass es so ist, liege auch an der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir können uns nicht wirklich befreien von den Folgen der Diskriminierung, der Deportationen und so weiter. Alles, was schon nicht meine Generation, aber unsere Eltern erlebt haben, weil das irgendwie bei uns als Trauma immer steckt. Das beeinflusst sogar auch die Möglichkeiten, die Kenntnisse der deutschen Sprache zu verbessern. Wir sind immer noch nicht so ganz sicher, wie weit die deutsche Sprache in Polen jetzt geschützt sein kann als Minderheitensprache. Deswegen sei es auch für die Minderheiten so wichtig, dass die Minority Safeback-Initiative ein Erfolg wird. Denn sie erlaubt den Minderheiten einen besseren Schutz, auch im Bereich Sprachenförderung und Sicherung. Die Konferenz wurde daher auch genutzt, um auf die Initiative in den polnischen Medien aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass es sich hierbei nicht um Rechte für nur eine Volksgruppe handelt, sondern um alle. Abyśmy mieli także prawo, które byłoby uregulowane na poziomie Unii Europejskiej, które dotyczyłoby wszystkich mniejszości, które mają problemy, nie mają problemów, po to, żebyśmy jednak mogli o tych słabszych także zadbać. Die Konferenz über die Minderheitensprachen in Polen soll keine Eintagsfliege bleiben. Senator Kleiner hat angekündigt, das Thema weiterhin im Parlament und außerhalb durch Expertentreffen und Tagungen der Öffentlichkeit näher zu bringen. Die Veranstalter der Konferenz über die Sprachenvielfalt in Polen waren die Kaszubische Parlamentariergruppe, das Kaszubische Institut und der Kaszubisch-Pommerische Verein. Und nun wechseln wir das Thema. Mit einer Fähre über die Oder. Das klingt erst einmal wenig aufregend. Wer aber schon einmal bei Deschowitz übergesetzt hat, weiß, dass eine Flussbreite auch eine ganz besondere Art der Unterhaltung werden kann. Besonders, weil man als Passagier den Kahn in Fahrt bringen darf. Pra
Rom, tak jak widzimy teraz, jak panowie to robią właśnie, to przeciągany jest zawsze w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym my się udajemy. Za pomocą tych jasionowych maczug, które są przygotowywane właśnie co pół roku, tak jak też niektóre źródła podają. No i ta lina, która właśnie jest tu zamontowana, jest przymocowana i przycumowana do brzegu jednego z jednej i drugiej strony. Seit über 160 Jahren gibt es die Fähre in Deschowitz schon. Ehemals war sie im Besitz der Grafschaft Bettusehuk. Damals noch ein kleiner Kahn aus Holz. Noch vor dem Krieg ging sie in Privatbesitz über. Seit Anfang der 60er Jahre wird die Fähre von der Kreisverwaltung Krappitz betrieben. Diejenige, die heutzutage in Betrieb ist, wurde vor etwa 30 Jahren in der Werft in Kosel hergestellt. Ihr Name ist eine Hommage an Josef Kudler. Od poprzednika, to był taki starszy pan, w tej chwili nie żyje od czasu i od niego nazwa Prumu, nie Józef, bo on tu pracował kupę lat tam, chyba 40 lat pracował. Die Geschichte der handbetriebenen Oderfähre hat schon viele Hobbyhistoriker in die Archive gelockt. Es sind Schulaufsätze entstanden, Chroniken oder Broschüren wurden gedruckt. Es geht den Autoren dabei nicht um die wissenschaftliche Präzision. Sie möchten ihr Wissen an andere weitergeben. Das, was ich erfahren habe, das habe ich aufgeschrieben. Und ich, ob da Fehler sind oder nicht Fehler sind, kann jemand kritisieren oder auslachen. Aber ich meine, wichtiger sind die Daten, die man gefunden hat und aufgeschrieben hat. Das ganze Jahr überquert die Fähre Josef die Oder. Nur wenn der Fluss vereist ist, bleibt sie am Ufer. Die Arbeiter der Kokerei nutzen sie regelmäßig. In den Sommermonaten ist sie eine Attraktion für Fahrradtouristen. Potrzeba jest tak wielka, żeby ta droga, można powiedzieć, przez wodna przeprawa właśnie istniała, że raczej chyba zamknięta nie będzie. Bo skoro ona już przetrwała setki lat, to myślę, że dalej się będzie miała dobrze i zawsze znajdą się środki na to, żeby i konserwować ten prom i żeby on tak funkcjonował jak do tej pory. Die Fähre fährt täglich über, von 5 Uhr morgens bis abends um 22.30 Uhr, zwischen Deschowitz und Mechnitz etwa im Halbstundentakt, hin und her. Die Überfahrt ist kostenlos. Und nun eine Nachricht im Schlesien-Journal. Wer war Maria Göppert-Meyer? Die in Katowice geborene Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin ist in ihrer Heimat nur wenigen bekannt. Dies soll sich nun ändern. In dem Buch Bekannte Deutsche aus Schlesien werden 14 aus Schlesien stammende Deutsche vorgestellt. Darunter findet der Leser unter anderem Entertainer Thomas Gottschalk, Miterfinder der Nivea-Creme Oskar Troplowitz oder Fußballstar Miroslav Klose. Das Buch wurde von der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien herausgegeben und ist in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen. Es richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Die Idee schwebte uns eigentlich seit der Zeit, wo wir immer wieder jedes Jahr aufs Neue bei verschiedenen Wettbewerben auch Preise an Kinder und Jugendliche verteilen. Wir machen uns da immer Gedanken, was soll man dann den Kindern schenken, wo sie auch vielleicht reinschauen werden, hoffentlich, aber gleichzeitig etwas erfahren, was sie betrifft, ihre Geschichte betrifft und womit sie sich auch identifizieren können. Solche Bücher auf dem Markt zu finden, ist nicht so einfach. Doch bei dem Treffen in Oppeln wurde nicht nur das neue Buch präsentiert, sondern auch eine Ausstellung mit Porträts der deutschen Schlesier, die im Buch vorgestellt werden. Diese hat die Künstlerin Halina Pfleger gemalt. Die Ausstellung ist bis Ende März im Café Zellarium in Oppeln zu sehen. Es ist wieder soweit. Am 3. März organisiert der Bund der Jugend der deutschen Minderheit die karitative Aktion Das große Schlittern. Und das bereits zum 13. Mal. Das diesjährige Motto lautet Funkelndes Schlittern, Hilfe vermitteln. Traditionell werden zu der Aktion in der Oppelner Eishalle Tropol Kinder aus Kinderheimen der Woiwodschaft Oppeln eingeladen.
In den Pausen zwischen dem Schlittern können die Kinder ihr Gesicht bemalen lassen oder eine Ballonfigur machen. Es werden auch Spiele und Wettbewerbe organisiert. Der Eintritt in die Eishalle kostet an dem Tag symbolisch nur einen Złoty. Der Ertrag von dem Eintritt wird an das Kinderhospiz in Oppeln gespendet. Es werden auch noch Volontäre gesucht, die beim Finale des großen Schlitterns mithelfen möchten. Weitere Infos dazu finden Sie auf der Internetseite www.bjdm.eu. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.